Hallo, der Videospieler hier. Ich spiele wieder Rocket League und ich habe in der Zwischenzeit schon wieder ein ganzes Stückchen, ganzes Weilchen gespielt. Einige Stunden. Ich glaube, ich bin insgesamt bei 25 Stunden inzwischen. Und bin in der Zeit auf das Pro-Level aufgestiegen und ich schieße mir fast ins eigene Tor. Ja, und ich spiele eigentlich immer noch so schlecht wie vorher. Würde ich mal behaupten. Ich fahre jetzt mal noch relativ planlos hier rum. Der ist ein bisschen arg hochgegangen. Aber die Richtung war gut. Oh, arg. Sauber, dass er im Tor da gerettet hat. Ja, ich habe mal wieder überhaupt kein Turbo und kann hier überhaupt nichts mit anfangen. Also ohne Turbo sieht man in dem Spiel ziemlich alt aus. Bin natürlich wieder voll vorbeigehüpft, also. Ja, wirklich super erfolgreich bin ich gerade nicht mehr. Ich habe das Gefühl, seitdem ich mehr kann, spiele ich schlechter. Sauber. Der hat mir jetzt gefallen. Eigenlob stinkt, aber der war gut. Der war verdammt gut. Glück gehabt. In die andere Richtung soll der gehen. Total verzogen hier. Der muss weg hier. Oh ja. Oh, der geht rein. Arschgurke. Arschgurke ist ein super Name. Der gefällt mir. Der kann mich mit meinem langweiligen der Videospieler natürlich nicht pumpen. Arschgurke ist super. Chicken McNugget ist jetzt nicht ganz so kreativ. Stand nicht mal genau richtig. Ey, Arschgurke. Den ich jetzt langsam kapiert habe, wie man so rumfliegt hier, wenn man genug Turbo hat. Oh, schade.
Na, der fliegt schon mal. Zumindest habe ich ihn getroffen. Hat zwar nichts gebracht, aber... Aber das muss ich jetzt üben. Diese Flugeinlagen. Weil ohne die... Tor! Von da hinten, das finde ich natürlich super. Ah ne, er hat nochmal hinterher geschoben. Oh, wie süß. Zwei Herzchen haben sie. Na, schauen wir mal, was da passiert. Ich verteidige hier mal ein bisschen. Ah. Der haut ihn raus. Dann gehen wir auch mal in den Angriff nochmal. Naja, wir haben ja noch... hatten ja ein bisschen Vorsprung... Da macht jetzt der Gegentreffer nichts mehr, hoffentlich. Die 12 Sekunden werden wir hier noch durchhalten. Ohne Turbo brauche ich überhaupt nichts probieren. Nein! Scheiße, haben die ein Pech? Haben die ein Pech? Das war ein verdammt guter Schuss aufs Tor. Okay. Madame Nut-Nut und Mr. Nut-Nut. Finde ich gut. Ob die wirklich Mann und Frau sind? Die Arschgurke nicht hier ein Tor schießen. Sehen. Gut, Nut-Nut hast du gut weggeschossen. Oh, ich habe ihn zwar getroffen, aber schade. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das gar nicht gesehen, wie ich einen Eich berührt habe. Dann hätte ich mich noch mehr drehen müssen. Oh, haut ihn weg, haut ihn weg. Jetzt habe ich gedacht, der ist schon... Zumindest mal. Schön. Das war natürlich ein Glückstreffer, aber sehr schön. Und ich habe noch einen Assist rausgekriegt, das sind immerhin 50 Punkte. Das ist witzig, ich habe mich mit dem ganzen System dieses Spiels noch kaum beschäftigt. Oh Gott, drei Springen vorbei, es ist ja auch.
der Hohn irgendwie. Ich habe den wieder zurückgeschickt. Schade. Da hätte ich jetzt auch keine... Oh, er schießt ihn selber in die richtige Richtung. Oh, der war einfach. War eine gute Vorlage. Ich hätte weiterfahren müssen. Oh, der wäre auch nicht so nicht reingegangen ohne mein Ablenken. Ah, ich hätte. Naja, die zwei Turbopünktchen, die hätten mich da jetzt nicht mehr hingebracht. Leider. 1-3, das ist natürlich. Schwach. Oh. Ah! Ich wollte jetzt nicht meinen Compadre hier abschießen. Aber ich hatte auch kurz ein Leckproblem. Aber wenn die man sich immer gegenseitig im Weg ist, ist halt echt immer schade. Ich hab den berührt! Ich hab den berührt! Hey! Da hatte ich nicht genug Saft im Turbo. Ja! Immerhin! Auch nur ein Abstauber. Aber ich stand genau richtig, würde ich sagen. Glück gehabt. Muss man auch haben. Oh oh. Ah, schade. Oh. Hatte ich den noch berührt? Egal. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.